Fenerbahçe Saisonauftakt gegen Ümraniyaspor war ein kompletter Griff in die Toilette. Endstand 3 zu 3. Ich sag's nochmal, Fenerbahçe hat 3 Tore kassiert im eigenen Stadion gegen den Aufsteiger Ümraniyaspor. Also wirklich, ich habe vieles erwartet, aber nicht das. Kommen wir gleich zu den Ursachen. Die Verteidigung war so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Gustavo Henrique gehört für mich nicht mal auf die Bank, sondern komplett vom Kader gestrichen. Der Typ ist ein langer Lulatsch und dazu ist er noch langsamer als eine Schnecke. Nach Kim Min-jaes Abgang war eigentlich klar, dass die Lücke nicht mehr so einfach zu füllen ist. Aber dass man es mit so einem nutzlosen Spieler probiert, bleibt für mich einfach nur fragwürdig. Serdar Aziz muss so schnell wie möglich wieder gesund werden, denn auf lange Zeit geht das mit Gustavo Henrique überhaupt nicht gut. Aber natürlich war nicht nur Gustavo Henrique schlecht. Attila Szalai war auch überraschenderweise unter seiner Performance und Neuzugang Luan Perez war auch zu schwach. Vor allem körperlich, sorry, aber gegen Ümraniyaspor-Spieler musst du dich ja wohl beweisen können, wenn nicht körperlich, dann technisch. Aber auch das hat bei ihm heute gefehlt. Das Problem ist, Leute, es gibt so viele Punkte, die heute schlecht waren bei Fenerbahçe, dass ich nicht alles aufzählen kann. Als erstes habe ich nicht die Zeit, zweitens habe ich nicht die Lust, deswegen hier eine kleine Zusammenfassung. Der ständige Wechsel der Startelf schadet den Kanarienvögeln und wird ihnen, wenn das nicht bald gefixt wird, irgendwann das Genick brechen. Wieso zur Hölle lässt man beispielsweise einen Osei auf der Bank? Er ist schnell und hilft in der Offensive und ist in jedem Spiel mindestens in den Top 3, zumindest wenn ihr mich fragt. Wieso lässt du einen Crespo auf der Bank verwesen, der letztes Jahr einer der Besten war? Und wieso kommt Seitsch, der letztes Jahr 9 Tore geschossen hat, erst in der 60. Minute rein? Und was ist eigentlich mit Arda Güler? Hat man ihm die Nummer 10 gegeben, dass er glücklich wird und darüber hinwegsieht, dass er nicht mehr oft spielt? Fragen über Fragen. Aber außer der Aufstellung gab es einen bestimmten Knackpunkt in diesem Spiel. Fener war mit 2:1 vorne und hatte 3 Chancen hintereinander auf 3:1 zu erhöhen. Sie haben aber alle 3 Chancen nicht verwertet, dafür kamen die Gastgeber und glichen aus und nur 5 Minuten später faulte Perez den Gegner und verursachte somit einen Elfmeter, den Mirsic ganz easy gemacht hat. Und somit lag Fener dann hinten, also gebt euch, anstatt dass du auf 3:1 erhöhst, holen dich die Gegner ein und drehen das Spiel auf ein 2:3. Sowas darf einem großen Club einfach nicht passieren. Ich hoffe natürlich für die Fener-Fans, dass Jorge Jesus, the man, aus diesen sinnlosen Fehlern lernt und in Zukunft nicht jedes Spiel mit einer neuen Startelf auf dem Spielfeld steht. Ansonsten Kopf hoch, ich habe nämlich auch etwas, was die Fener-Fans etwas trösten könnte. Morgen kommt nämlich das Video zum Gerücht über Moussa Dembélé. Drückt also aufs Plus, um nichts mehr zu verpassen. Ich sage somit ciao, Leute. Und bis zum nächsten Mal.